So, nächste Frage, die aus dem Live-Chat direkt gestellt wurde. Blende ich mal ein und lese sie dann auch direkt vor. Besteht in Confluence die Möglichkeit, dass ich auf Knopfdruck den eigentlichen Seiteninhalt Fullscreen, also im Vollbildmodus, im Browser anzeigen lassen kann, also ohne die Informationen drumherum, wie zum Beispiel den Brotkrumenpfad oder die Menüs, zum Beispiel für Hinzufügen oder Tools, vergleichbar mit MS Word Funktionalität, Ansicht ganzer Bildschirm? Die Frage ist so ein bisschen ungenau gestellt, weil es bei einem Wiki gibt es ja zwei Anzeigemöglichkeiten. Insofern kann der Fragesteller gerne das nochmal ein bisschen präzisieren. In dem Wiki gibt es zwei Anzeigemöglichkeiten. Das ist einmal die Ansicht an sich, also die platte HTML-Seite. Und dann gibt es den Editiermodus. Für den Editiermodus gibt es eine Vollbildansicht. Für den anderen in der Form so nicht, zeige ich aber gleich nochmal genauer. In Word habe ich ja nur den Editiermodus. In Word gibt es ja gar keine Ansicht sozusagen. Und insofern ist das genauso wie in Word möglich. Wir rufen einfach mal hier unser Wiki auf. Ich kann eigentlich auch gerade die Liste nehmen, die ich habe hier. Und wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, dann öffnet sich ein Editor, mit dem ich die Confluence-Seite bearbeiten kann. Ich habe hier die Möglichkeit Rich Text, Wiki Markup und Vorschau. Und in dem Rich Text Editor gibt es hier diesen Knopf: Vollbildmodus aktivieren oder deaktivieren. Und wenn ich da drauf drücke, dann wird mir nur noch der Editor angezeigt. Also das ist genauso wie bei Word sozusagen bearbeiten im Vollbildmodus. Das geht da auch und kann ich auch wieder deaktivieren oder wieder aktivieren. Also diese Funktionalität ist in Confluence grundsätzlich vorhanden. Die Frage ging jetzt vielleicht eher in die Richtung, kann ich jetzt hier eine Art Vollbildmodus machen? Und das geht nicht. Also ich kann jetzt hier höchstens sagen, exportiere das Ganze mal als PDF-Dokument und dann wird mir hier ein PDF-Dokument angezeigt und dann kann ich das PDF-Dokument im Vollbildmodus anzeigen. Aber das ist ja vermutlich nicht das, was der Fragesteller gerne hören wollte. Hier gibt es jetzt keinen Vollbildmodus. Was es allerdings grundsätzlich schon gibt, ist unterschiedliche Designs, die vom Bereichsverwalter ausgewählt werden können. Das heißt, ich kann hier auf Verwaltung des Bereichs gehen und kann dann unterschiedliche Layouts, hier also als Designs werden diese Themes dargestellt, wählen. Und wir haben jetzt momentan die globale Gestaltung übernommen. Es gibt hier ein Documentation Theme, ein Easy Reader Design und das Cybert Media Public Wiki Theme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Easy Reader Design anwähle, bestätigen, so, Klick. Dann wird gleich, na, irgendwie wird der Klick nicht, so jetzt wird der Klick akzeptiert. Dann sieht man schon, hat sich hier mein Layout entsprechend schon mal verändert. Ich mache es einfach mal in einer neuen Seite auf. Und wenn ich jetzt mal die Fragenliste öffne, sehen wir gleich, dass die in einem anderen Layout daherkommt, das noch ein bisschen basaler ist, aber an sich ist da jetzt kein großer Unterschied zwischen diesen beiden Designs, aber also man kann durchaus die Website in einem anderen Design erscheinen lassen als einzelne Bereiche. Ich stelle jetzt mal hier dieses Bereichsdesign auch wieder auf globale Gestaltung um. So, ich weiß nicht, ich hoffe, das beantwortet die Frage halbwegs. Wir können ja noch mal kurz reinschauen. Es ging also wörtlich hier um, ich habe die Seite gerade verschlagen. Kleinen Moment, Entschuldigung. So, Fragenliste, Klick. Also gehen wir es noch mal genau durch. Besteht in Confluence die Möglichkeit, dass ich auf Knopfdruck den eigentlichen Seiteninhalt Fullscreen im Browser anzeigen lasse? Man müsste wohl sagen, nein. Die besteht nicht, die besteht nur im Editiermodus. Ja, und der Rest ist, glaube ich, hier nur Beschreibung. Insofern, ja, hoffe ich, die Frage ist damit beantwortet und freue mich auf die nächste. Bis dann. Tschüss.